So, wir wollen noch mal die Gelegenheit nutzen und euch hier unsere Ansaugstation vorstellen. Das ist unsere Basic One, die Ansaugung, mit der wir aus maximal 20 Meter Entfernung bei einem Höhenunterschied von 6 Meter immer wieder Pellets ansaugen können, die dann in einen Zwischenbehälter reinkommen, aus dem wir sie bedarfsorientiert mit unserer Dosierförderschnecke immer wieder dem Brenner zuführen. Jetzt ist es eine schöne Sache, eine gut funktionierende, eine zuverlässige Gerätschaft, die wir hier als Ansaugung haben. Auf der anderen Seite, wo die Pellets rankommen, bieten wir zwei Möglichkeiten. Einerseits mit einer Sonde, die unten am Boden ist. Und die andere Möglichkeit ist die mit einer, in der Kombination mit dem Schellinger Maulwurf. Und wie das System funktioniert, das wollen wir heute hier und jetzt zeigen. Wir sind jetzt hier bei der Firma Schellinger Board. Das bietet sich an bei uns auf der IFH-Messe. Wir sind letztendlich Standnachbarn. Und neben mir steht der Florian Köhler. Er ist verantwortlich für den Vertrieb. Ja. Wir kennen ihn schon längere Zeit. Und Florian, erklär uns doch mal das System mit dem Maulwurf. Was sind eure Vorzüge? Was spricht für diesen Maulwurf? Also Maulwurf-Lagertechnik. Wir sind die Einzigen, die von oben absaugen dürfen. Somit haben wir den Vorteil, auch wenn das Lager gefüllt ist, der Maulwurf sitzt immer oben auf den Pellets auf, arbeitet sich nach unten hindurch und hat dann seinen Arbeitsbereich. Wir bekommen durch dieses Flachbodensilo auf eine kleine Stellfläche viel Pelletvolumen. Das sehe ich auch als Riesenvorteil. Es müssen jetzt nicht irgendwie V-förmig oder pyramidenförmig so die Wände zugeführt genau. werden. Wir können den ganz normalen Raum so belassen, ja. haben ein größeres Füllvolumen, was reingeht. Sag doch mal, die Grundfläche, die jetzt so empfohlen wird für den Klassik-Maulwurf? Zwischen 1,90 Meter auf 1,90 Meter bis maximal 2,50 Meter auf 2,50 Meter. Okay, naja, das ist in vielen Fällen, so wird es realisiert. Ich finde eine super Sache, was ich immer sage, was beim Heizungsbau sehr gut ankommt, habe ich die Ansaugung unten am Boden und es gibt ein Problem, es gibt eine Störung, dann sehe ich den Heizungsbau wieder mit Schweißperlen auf der Stirn zur Baustelle fährt. Ja. Und bei euch ist wirklich, wenn mal irgendwas ist, dass was verklemmt, verstopft ist, genau. wir ziehen, wir haben im Seilzug immer genau, dran. Wir können hier einfach über das Seilzugsystem das Gerät hochziehen, er hängt unter der Decke und ich kann schauen, wo liegt das Problem. Liegt das Problem am Maulwurf, liegt das Problem im Schlauchbereich? Und somit habe ich nie das Problem, dass ich die Ware erst aus dem Lager rausholen muss. Ja. Danach kann ich ihn wieder absetzen und das Produkt kann einfach wieder weiter fördern. Florian, ich bedanke mich gerne. Für die Ausführung. Schön, dann gute Messe ich weiterhin. Ich bedanke mich auch, euch auch und wir sehen uns morgen selig nochmal. So wird es werden. Ciao und bye-bye.